Willkommen zum Auftakt eines neuen Formats. Lasst uns dieses unglaublich schöne und vielseitige Hobby feiern, und zwar miteinander und nicht gegeneinander. Ja Leute, willkommen hier zum Studio Talk. Etwas anderes Format. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es nennen soll. Alex News stellt sich noch heraus, und zwar warum das Ganze. Ich will dem Ganzen so eine kleine Plattform geben, einfach um so ein bisschen rückwirkend und auch in die Zukunft gerichtet, so die letzten 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, in welchem Tonus eben das Video, wie ich dazu komme, so ein Video zu machen, um eben rückblickend so ein bisschen zu zeigen, was hat sich in der UL-Welt getan, was hat stattgefunden, welche Fly-Ins waren wo, welche Videos wurden rausgebracht von anderen YouTubern, welche, die ich interessant finde, die werde ich dann mit euch teilen und eben auch in die Zukunft schauen, was steht bei mir an, wo geht es als nächstes hin, welche Fly-Ins, welche Events finden statt und eben sonst noch, was es Interessantes aus der UL-Welt gibt. Und das wird jetzt so ein neues Format eben sein, einen neuen Rahmen dafür. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und da bin ich natürlich auch auf euch angewiesen, ne? Bisschen Feedback von euch, wie ihr das Ganze so findet. Also bis zum Schluss schauen unbedingt, ne? Dann könnt ihr euer Feedback abgeben. Und ja, auch Vorschläge zum Beispiel, was kann man in Zukunft mit reinbringen? Ich werde jetzt heute, habe ich mir, glaube ich, 3 Videos rausgesucht von anderen YouTubern, wo ich ein paar Sätze mit sagen möchte. Und ich kann natürlich nicht alle auflisten, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden, aber wenn ihr auch Input habt, wenn ihr ein bisschen was sehen möchtet, was ich vielleicht heute nicht angesprochen habe, jederzeit Themenvorschläge, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefällt, abonniert gerne den Kanal, supportet mich ein bisschen und dann starten wir einfach mal. Anfang Mai wurde dann quasi offiziell die Fly-In-Saison eröffnet. Zum 1. Mai fanden dann 2 große Fly-Ins statt, einmal im Süden der Republik in Jesenwang, wo ich eben auch war, und einmal im Norden oben in Breitscheid. Und war also für alle was dabei, für die Nordlichter und eben auch für die Alpenländer. Und bis auf, sag ich mal, bei uns war ja sichtentechnisch Katastrophe, wir hatten Sahara-Staub, war wettertechnisch in Deutschland eigentlich ziemlich gut. Deswegen waren die Fly-Ins auch sehr, sehr gut besucht. Und der Florian und die Marie, die waren eben in Breitscheid unterwegs. Und die haben wiederum gezeigt in ihrem Video, was übrigens sehr toll geworden ist, haben die gezeigt, wie anspruchsvoll das eigentlich ist, zu einem Fly-In zu fliegen. Also man denkt ja, ja, zum Fly-In fliegt man total relaxed, alles chillig, man trifft ein paar Leute da, aber du musst ja erstmal ankommen. Und was die in der Platzrunde erlebt haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, was haben wir da gehört? 4 Maschinen im Gegenanflug, 2 im Queranflug und 2 Maschinen im Endanflug. Und da wird einem erstmal so richtig klar, man funkt eigentlich gar nicht für den Tower, weil der hat im Endeffekt da gar nichts mehr zu melden. Der sieht es vielleicht auch gar nicht, hat jetzt auch keinen Radarschirm, wo die alle aufgereiht sind, sondern man funkt eigentlich nur für sich und für seine Kameraden eben, dass man Positionsmeldungen gibt, dass man eben auch so ein bisschen das räumliche Verständnis hat, wo befinde ich mich und wo befinden sich eben die anderen. Und es ist eben so wichtig, dass man eben auch diszipliniert dann eben funkt und sagt, wo fliegt man in die Platzrunde ein, Anfang, Mitte, Ende, ne? Gegenanflüge sind ja bekanntlich, können sehr, sehr lang sein. Und es sieht man eben ein ganz gutes Beispiel hier, dass sich eben einer als Nummer 4 im Gegenanflug angereiht hat, weil er mitgehört hat, okay, das sind schon 3 weitere vor mir. Oder der Dämone, der hat sich als Nummer 2 geoutet im Endanflug und hat auch gesagt, vorausfliegende Maschine in Sicht. Das gleiche dann mit seinem Nachfolger, der hat sich als Nummer 3 eben dann gemeldet. Und so hat man dann eben auch das Verständnis, man weiß, okay, der hinter mir, der hat mich in Sicht, der knattert mir nicht gleich ins Heck rein. Und das war wirklich ein gutes Beispiel, muss ich sagen. Also das hat wirklich richtig gut funktioniert. Und da sieht man mal, dass Fly-Ins ja nicht zu unterschätzen sind, ne? Also der Anflug ist meist wirklich das Spannendste am ganzen Fly-In, weil sonst hat man ja nie so viel Traffic an einem Flugplatz. Ja, und Anfang des Monats hat der Frank ein Video rausgebracht, das anscheinend einige sehr, sehr schockiert zur Kenntnis genommen haben. Schauen wir gerade mal rein. Oha, ja moin. Der Videotitel sagt ja eigentlich schon alles, ne? Goodbye Charlie Hotel. Und was da teilweise in den Kommentaren drin stand, das war da schon ein bisschen beschämend. Also viele haben geschrieben, dass sie sich verarscht fühlen, dass sie gar nicht wussten, dass die Maschine geleast, gemietet oder wie auch immer war und dass das Ganze zeitlich begrenzt war. Und da merkst du halt schon irgendwie, dass du dich in Deutschland befindest, ne? Wenn du da die Kommentare liest, weil halt doch sehr, sehr viele rumgemeckert haben, dass sie sich gar nicht aufgeklärt gefühlt haben, was eigentlich Sachstand ist, ne? In Bezug zur Maschine und Pilot, wie da die Verbindung ist, ne? Wem was wo gehört. Also, weiß ich nicht. Und er hat aber schon eigentlich ganz deutlich am Anfang
wo diese Serie losging, die VL3-Serie, hat er eigentlich schon gesagt, dass er diesen Flieger für einen Betrag X im Monat eben mietet, chartert, wie auch immer, und dass das Ganze eben auch zeitlich begrenzt ist. Ne? Und ich weiß gar nicht, was das für eine Rolle spielt am Endeffekt. Ne? Ob geleased, gechartert, gemietet, finanziert oder sonst was, spielt eigentlich für mich jetzt überhaupt keine Rolle, weil wenn ich am Flugplatz bin, ne, und ich treffe nette Leute und unterhalte mich mit denen, dann ist das allerletzte, was ich frage oder was mich interessiert, ob die dem Flieger, ob der dem gehört, ob der finanziert ist, ob der Bank gehört, ob der im Verein, ob die chartern oder ob die gerade einen Schein machen oder was auch immer, ob die Fußgänger sind. Dahinter stehen ja immer Leute. Ne? Und das Wichtige, viel wichtiger ist eigentlich, wie bodenständig die Leute sind, trotz vielleicht ihrer Besitztum. Ne? Das halte ich für viel, viel wichtiger, als dass man, sag ich mal, öffentlich da Rechenschaft ablegen muss, ne, was einem wie wo gehört und zu welchen Konditionen man von irgendjemandem irgendwas bekommen hat. Also, und dann kam diese Woche ein Video raus, oder letzte Woche, von dem Delta Mike Heavy, von Markus, zu dem Thema, das ich auch äußerst interessant und amüsant fand, denn der Markus hat sich auf eine sehr, sehr weite Reise begeben, ne, weit außerhalb seiner Platzrunde, und hat nicht mehr heimgefunden. Nee, also er hat natürlich das Ganze schon so angepriesen, dass er jetzt eine weite Reise unternimmt. Ne? So ein bisschen sarkastisch hat er das zugespitzt. Ne? Und weil er sich halt dazu gedrängt gefühlt hat, eine Frage zu beantworten. Und zwar, die kam eigentlich ständig unter seinen Kommentaren, warum er denn keine Ausflüge übernimmt, warum er denn keine Reisen macht. Ne? Und da gucken wir gerade mal rein. Obwohl mir gesagt wurde, dass ich auch unbedingt mal reisen muss, denn in den Kommentaren steht immer wieder, machst du überhaupt auch mal Strecke? Fliegst du überhaupt mal andere Flugplätze an? Oder verreist du überhaupt auch mal mit deinem UL? Oder die Lieblingsfragen, bist du bei dem Fly-In XY oder bist du bei dem Fly-In YZ? Kommst du mal nach Echo, Delta, bla bla bla, schieß mich tot und so weiter und so fort. Ja, und in dem Video hat er eigentlich ganz gut erklärt, warum er keinen Bock darauf hat, 2 Stunden irgendwo zu einem Bumsflugplatz zu fliegen, dort eine Stulle zu essen und dann wieder 2 Stunden heimzufliegen. Ne? Weil ist für mich schon spannend zu sehen, wenn du eine gewisse Größe an Kanal hast, was du plötzlich an Erwartungen wächst von den Leuten. Ne? Denn sein Format, sein Stil, den er eben hat, ist, er sitzt in der Kiste drin, hat 3 Kameras laufen und erzählt einfach was. Ne? Und das war's dann. Er startet da. Also er landet da, wo er gestartet ist, und das war's. Da ist kein Storytelling dahinter, sind keine schönen Bilder dahinter, da ist keine Cinematic, es sind halt wirklich reine Erklärvideos, die er macht. Ne? Ist ja nichts Schlimmes dabei, aber ganz einfach gehaltene Erklärvideos. Und das ist eben das, was er macht. Und da muss er sich eben rechtfertigen, warum er denn keine anderen Flugplätze besucht, warum er nicht auf Reisen geht mit seinem Flieger und. Also da wird einem quasi schon so ein bisschen die Erwartungshaltung von der Zuschauerschaft ist eigentlich dann schon so, ja, zeig doch mal ein Reisevideo, ne, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und auch wieder finde ich interessant, ne, dass so quasi dann schon so etwas reininterpretiert wird, ne, von den Zuschauern, dass eben gewisse Erwartungen jetzt eben da sind, eben auch andere Sachen zu machen, also das, für was man eigentlich steht. Ne. War interessant. Ja, und vom Lukas kam wieder ein richtig guter Kinofilm raus, da brauche ich euch nichts zu erzählen. Da können wir uns alle vor verstecken so ein bisschen. Ne. Auf jeden Fall allerfeinste Sorte, und zwar ist er nach Italien geflogen, nach Verona und dann an so einen kleinen Flugplatz näher vom Lago Maggiore und dann heim zu ihm über die Schweiz wieder heimgeflogen. Und was ich jetzt hier wirklich spannend fand, achtet mal drauf, was ihm der Tower-Mensch gesagt hat, als er sich eben bei Funk gemeldet hat. Delta Yankee 2 is 5 minutes east of your airfield from 2300 feet for landing. Copy that, will be 6 minutes. 1-0 on the left. Runway 1-0, Delta Mike. With the light approaching Tachinata, do you read me? Go ahead. Copy, give me your position. I'm level left downwind, now runway 1-0. Okay, runway in use is 1-0 right hand. Oh, right hand, okay. Report Runway 10 on left, hat er gesagt. Ne? So, was hat er gemacht? Ist natürlich in die linke Platzrunde geflogen und direkt vor ihm eigentlich, sieht man im Video schön, kreist ein Segelflugzeug.
Ne? Hat ihn der Tower angesprochen und gefragt, was ist deine Position? Hat er gesagt, er ist im Left Downwind, Runway 10. Ne? Was antwortet der Tower Lotsen dann eben? Es gibt die Rechtsplatzrunde. Ne? Also ist er abgedreht und in die Rechtsplatzrunde geflogen. Ja, da sieht man mal wieder, weißt du, es hocken überall bloß Menschen drin. Ne? Wenn du vom Tower gesagt bekommst, Left 10, fliegst du eigentlich Left 10, auch wenn jetzt, sag ich mal, auf der Homepage ich irgendwo gelesen hatte, dass für Motorflugzeuge eben die Rechtsplatzrunde gilt und nur für Segelflugzeuge die Linksplatzrunde. Aber wenn du die Info bekommst, 10 left, dann machst du das halt. Ne? Das heißt, kannst dich auch nicht immer hundertprozentig drauf verlassen, was dir eben gesagt wird. Hat aber gut gemeistert und fand ich einfach interessant. Schaut da gerne mal rein. Ja, ansonsten die Woche bei uns, ich sag's euch, es hat 4 Tage komplett durchgepisst. Ihr habt vielleicht eine Nachricht mitbekommen, Süddeutschland ist abgesoffen und eben auch unser Flugplatz, so schaut's da aktuell aus. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. 2-3 Wochen, bis das Ganze wieder abgetrocknet ist. Ist jetzt halt so, ne? Die ILA findet diese Woche statt, Mittwoch bis Sonntag, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da 8 Stunden Bock habe, im Auto hochzufahren. Geil wäre schon mal wieder, das letzte Mal, als ich auf der ILA war. Ich weiß nicht, das ist schon wieder 10, 15 Jahre her. Aber ganz wichtig, Pflichttermin diesen Monat ist auf jeden Fall die Flugplatz Kerb in Gelnhausen oder Gelnhausen, ich schlag mich tot, ich sag's eh immer falsch, egal was, ich sag's falsch, vom 14. bis zum 16. Juni, das dürft ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen, dann müsst ihr auch vorneweg schon euren Anflugslot eben buchen, dass ihr eben auch zu der Zeit landen dürft, denn während der Flugshow Airshow, also den ganzen Tag eigentlich Airshow, sind keine Anflüge und Abflüge erlaubt und dann 2 Wochen später am 29. und 30. Juni Dolkosch 2024. Auch hier solltet ihr euch vorneweg anmelden, ne? Weil letztes Jahr war eben der Andrang so groß, dass ihr gesagt habt, jetzt machen sie eine Vorabanmeldung, musst auch vorneweg bezahlen. Und was man mir aber gesagt hat, ist, dass du eben den Preis wieder erstattet bekommst, wenn du quasi, wenn das Wetter schlecht wird. Ne? Das heißt, du hast eigentlich no risk, Ticket buchen, supporten und dann wissen die auch, wie viele Leute kommen und gut ist. In dem Sinne, das war es erstmal kurz und knackig mit der ersten Auflage. Lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung da. Seid lieb zueinander und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's es gut. Servus und ciao.